Ein wunderschönes Hallo zusammen. Ja, ich bin gerade was am Einbauen und am Vorbereiten für ein weiteres Video. Und dann ist mir gerade was in den Sinn gekommen, weil ich diese Frage immer wieder bekommen hatte. Weil ich jetzt gerade dran komme, habe ich gedacht, mache ich das mal gerade. Und zwar die große Frage kommt tatsächlich immer wieder mal per Nachrichten bei mir an, was für einen Ladebooster habe ich überhaupt verbaut. Ich habe bei mir ja die komplette Victron-Geschichte eingebaut und das wissen ja auch die meisten von euch, aber Ladebooster tatsächlich nicht. So, ich drehe euch mal rum. Wo ist die Kamera denn jetzt hingeschwenkt? So, einmal darunter. So, da sitzt er. Ich habe tatsächlich von WCS den LBR60. Warum habe ich genau diesen Ladebooster genommen und wie habe ich ihn in mein Victron-System integriert? Der eine oder andere wird es direkt schon sehen, ich habe da einen Battery Protect. Warum habe ich da einen Battery Protect sitzen? Komme ich gleich zu, erkläre ich euch dann. Als allererstes, warum habe ich den LBR60 vom Götz genommen, von WCS? Es hat einfach mehrere Vorteile. Für mich ist der Ladebooster mit Abstand das Beste, was es wirklich auf dem Markt gibt. Und ich bin da wirklich total von überzeugt. Damals, wo wir das Auto umgebaut haben, damals, das war letztes Jahr, war ich bei Mika, bei Michael, wir sind ja befreundet. Und da habe ich ja meinen ganzen Umbau in der Werkstatt machen können. Und ja, ich habe mir dann aber auf jeden Fall direkt den LBR60, den Ladebooster, eingebaut, weil erstens hat er diese Rapid-Funktion, heißt, er überwacht mir die Starterbatterie. Das ist für mich ein riesengroßer Vorteil, weil zum Beispiel wir haben das Radio ja nachträglich eingebaut und dann hieß es direkt, ja, hier müssen wir noch umklemmen, müssen wir noch Kabel legen für von der Aufbaubatterie am besten, damit du nicht von der Starterbatterie das Radio betreibst, sonst ziehst du dir das leer, wenn du, ich so, ist egal, brauche ich nicht. Mein Ladebooster, der überwacht die Starterbatterie und in dem Moment, wenn ich Radio höre und die Starterbatterie geht runter, macht er das und schiebt das rüber. Dann hat er diese Notstartfunktion. Ne? Dann kannst du hier auf diesen Knopf drücken und dann kannst du da den Strom von der Aufbaubatterie von da nach da schieben, also in die Starterbatterie. Heißt, wenn wirklich mal du alles abgeschaltet hast und der überwacht gerade nicht, weil du alles aus hast und du solltest deine Starterbatterie leer haben, kannst du ganz einfach hingehen und schiebst Strom vom Ladebooster zur Starterbatterie. Dafür gibt es natürlich einen externen Taster. Ich habe mir den Taster einfach hier hingemacht. Ich habe ja hier, ich gehe mal ein Stück zurück, ich habe ja hier diese Stauklappe. Da ist mein Landstromanschluss drin, da steht meine Kabeltrommel drin. Und in diesem doppelten Boden, weil ich ja sonst nie dran muss, aber ich komme dran, habe ich den Ladebooster da drunter gesetzt. Hat er viel Luft zum Atmen, das passt super. Ja, und wie gesagt, und den Taster für die Rapid-Funktion, den haben wir dahin gesetzt. Das passt also wirklich, wirklich gut, das funktioniert. Ich habe noch den, ich glaube, die erste Generation. Jetzt gibt es demnächst oder gibt es schon den neuen Ladebooster. Der kann mit der Rapid-Funktion nicht nur 3 Ampere, der kann dann 6 Ampere. Finde ich total geil, weil ich merke tatsächlich, wenn du länger hörst, der zieht die Batterie langsam runter. Und wenn du dann über die Starterbatterie doch mal ein bisschen was hast. Zum Beispiel, habe ich am Licht rumhantiert vorne, weil ich Birne tauschen und mit meiner LED-Geschichte da vorne. Und dann hast du ein bisschen länger Licht an, dann zieht er die Starterbatterie doch ganz schön runter. Aber wie gesagt, macht nichts, wartest du ein bisschen, funktioniert. Also der schiebt dann schön Strom wieder nach. Aber wie gesagt, der neue kann dann 6 Ampere, glaube ich. Ich verlinke euch den Ladebooster auch mal unten in der Videobeschreibung. Der Sponsor des heutigen Videos ist Karl Regal. Maßangefertigte Regalsysteme für dein Reisemobil. Schaut gerne auch einfach mal auf der Homepage selber vorbei, karl-regal.de. Wir schauen aber auch mal gemeinsam drüber. Ja, ihr seht es hier schon auf dem ersten Bild, richtig coole Regalsysteme für euren Camper hinten in der Heckgarage. Und hier einfach mehr Platz. Finde ich total schön gemacht, schon die Homepage. Auch das finde ich immer wieder toll, wenn einer sich Mühe gibt, eine Homepage vernünftig zu machen. Und der Spruch ist natürlich auch super. Welcher Karl bist du? Und dann sieht man hier auch schon direkt ganz links Wohnmobilregalsystem, ne, für hinten in der Heckgarage. Dann in der Mitte kann man schön sehen, extra für Kastenwagen gibt es Regalsysteme. Für Anhänger hier rechts kannst du noch Regalsysteme haben. Und dann kann man hier mal ein bisschen weiter
Das ist auch ganz toll. Sie, diese Doppelbodenauszüge, ne? Auch das ist möglich. Dann gibt es noch verschiedenstes Zubehör. Und dann ein weiteres Highlight ist ganz klar hier in der Mitte die LED-Beleuchtung. Die, finde ich, hat einen ganz großen Vorteil. Wenn ihr eure Lade einfach rauszieht, habt ihr direkt schon im Dunkeln Blick in die Kisten rein, ohne dass man separat mit einer Taschenlampe nochmal suchen muss. Das finde ich auch wieder richtig, richtig toll gemacht. Wie gesagt, schaut gerne einfach mal auf der Homepage vorbei bei karl-regal.de und jetzt geht's weiter mit dem eigentlichen Video. So, jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, warum Battery Protect. Der Battery Protect hat ja folgende Bewandtnis, damit kannst du ja schalten. Ne? So, der überwacht und schaltet. Ich habe ja bei mir, ich gehe mal gerade mit euch hier rum. Ihr kennt ja hier mein komplettes Konstrukt von Victron. So. Und ich habe ja hier das Lynx BMS. So. Und das hat immer wieder gemeckert, weil das will ja alles überwachen. Ne? Das überwacht ja auch wirklich Ladeströme und. Und wenn Batterie voll und, das schaltet das dann ja komplett ab. Weil ich habe ja die Victron-Batterien. So. Jetzt hat er das aber immer wieder Probleme, logischerweise direkt am Anfang gemacht, weil das Lynx kann ja nicht mit ihm kommunizieren, weil die sind nicht kompatibel normalerweise miteinander. Ich habe das jetzt so gelöst. Du hast ja normalerweise, du hast ja das D-Plus-Signal. Ne? Das kommt ja, sobald der Motor läuft, schaltet der Ladebooster ein, dann wird geladen, Motor aus, Laden aus. So, ich bin hingegangen und bin ans Lynx BMS gegangen und habe da einen Battery Protect als Schalter im Grunde genommen. Heißt, wenn das Lynx BMS sagt, Ladebooster bitte abschalten, Batterie voll, dann trennt der einfach über den Battery Protect und so kommuniziert der indirekt mit dem Ladebooster. Finde ich super. Also bei mir funktioniert das jetzt seit einem Jahr einwandfrei, funktioniert. Und wie gesagt, aus dem Grund, weil der halt diese ganzen Funktionen hat, rückwärts laden von der Starterbatterie, den Rapid, dass der die Batterie überwacht vom Starter, ne? Also vom Ducato. Bei mir ist ja Fiat Ducato. Und dass der das halt überwacht, ist für mich einfach ja, der Grund, warum ich mich dazu entschlossen habe. Ja, wie gesagt, kurzes kleines Video. Nur, wie gesagt, die Frage kam immer auf, weil ich das nie aufgeklärt hatte. Was für einen Ladebooster habe ich drin? Und warum habe ich dann diesen Ladebooster drin? Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen damit weiterhelfen. Wie gesagt, meine Empfehlung ganz klar, der Ladebooster vom WCS. Und ja, wenn ihr Fragen habt, haut es in die Kommentare. Glocke aktivieren, weil ich bin, wie gesagt, schon am nächsten Projekt dran. Und damit würde ich sagen, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.